Ein Star seit dem Tag, als Conny Kramer starb. Popstar Juliane Werding. Diese Frau, nein, nicht diese, die Sie jetzt sehen, sondern die, die da sitzt, die ist seit 30 Jahren im deutschen Musikgeschäft und immer noch so jung. Ein kurzer Abriss der Karriere von Juliane Werding. Juliane Werding, ist sie der Engel am Schlagerhimmel oder die Jeanne d'Arc der deutschen Musikszene? Jedenfalls begann alles an einem ganz bestimmten Tag im Frühjahr 72. Tag, als Conny Kramer starb und alle Glocken klangen. Am Tag, als Conny Kramer starb und alle Freunde weinten. Und dann kam ich in die Hitparade, das war kurze Zeit später. Und da mussten schließlich alle Pressen auf meine Platte umgestellt werden. Das fand ich so dufte, das habe ich behalten. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich war? Gute Frage. Die zweifache Mutter hat als PR-Kauffrau gearbeitet, ist ausgebildete Heilpraktikerin und verkaufte ganz nebenbei über 20 Millionen Tonträger. Seit Juliane Werding frisch verliebt ist, sind ihre Nächte nicht mehr voll Schatten, sondern sie findet auch noch Zeit fürs Theater. Die Vagina-Monologe. In meinem ersten Workshop hat uns die Kursleiterin aufgefordert, ein Bild unserer sagenhaften, wunderschönen, einzigartigen Vagina zu malen. Was haben Sie sie genannt? Ich wollte wissen, wie sich unsere einzigartige, wunderschöne, sagenhafte Vagina für uns darstellt. Das ist ein Skandalstück, ist in Amerika mit ganz berühmten Schauspielerinnen aufgeführt worden. Glenn Close hat das gespielt, viele andere. Wie sind Sie dazu gekommen? War das Ihr erster Ausflug auf die Theaterbühne? Das war wirklich mein allererster Ausflug und es war ein ziemlicher Zufall, dass es überhaupt zustande gekommen ist. Es passierte, also das Intro begann auf einer Party bei einem Maler in München. Und da war der Intendant dieses kleinen Theaters anwesend. Metropoltheater in München. Genau, und seine Freundin, Schauspielerin. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich mich nicht irgendwie an diesem Theater beteiligen könnte, weil sie in finanzieller Not waren. Und dann habe ich gesagt, oh, mir fehlt momentan auch irgendwie so das nötige Kleingeld, das zu machen. Aber vielleicht könnte ich irgendwie helfen, indem ich mitspiele in irgendeinem Stück und dass dann eben mehr Leute kommen und so. Woher wussten Sie denn, dass Sie das können? Das haben Sie ja noch nie gemacht vorher. Das stimmt, aber also meine Mutter ist Schauspielerin und ich habe mir gedacht, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die Gene werden es bringen. Kann man ja auch lernen. Und dann haben die zwei gesagt, ja, super Idee, das nächste Stück sind die Vagina-Monologe. Ja, aber ich hatte schon davon gehört, hatte mal einen Auszug in einer Zeitschrift gelesen und fand es sehr gut. Also hat mich beeindruckt. Um was geht's in dem Stück? So in einem Satz? Das ist, ich wollte gerne, dass Sie es nochmal erklären. Nein, das Stück ist Herr von Liefers einer möchte es auch wissen. Absolut. Amerikanischen Dramatikerin namens Eve Ensler. Und die hat über 500 Frauen interviewt zum Thema Sexualität, Lust und Liebe, Leid. Und hat die interessantesten Beiträge in einem Buch herausgegeben. Und es ist kein Theaterstück, sondern jeder Regisseur, der sich dieses Buches annimmt, muss sich selber ein Theaterstück daraus kreieren. Eine Art Textcollage oder sowas, ne? Es sind nur Monologe. Und das muss man dann natürlich verflechten auf der Bühne. Also wir hatten jetzt 4 Akteurinnen und jeder hat seinen Hauptmonolog. Und dann mussten natürlich Szenen eingeflochten werden, wo wir auch interagieren. War das denn schwierig? Also ich denke mal, in aller Öffentlichkeit über das eigene Geschlechtsteil zu sprechen, ist nicht einfach, oder? Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie in den Proben, ich wusste ja nicht, dass das Proben so lange dauert, das waren 6 Wochen. Ich habe gedacht, das wäre wie beim Film und beim Fernsehen, ich komme 2 Tage vorher, habe meine Rolle drauf, rede und wir machen die Stellproben und so. Nein, 6 Wochen lang. Und wenn man dann so zum 800. Mal Vagina gesagt hat und so weiter, hat es überhaupt nichts mehr, was einen in irgendeiner Weise aufregt, peinlich berührt oder sonstiges. Sie, Herr Eichinger, hatten doch auch schon mal so eine Erfahrung, oder?
Mit Vagina. Einer Vagina? Was meinst fast du jetzt? Ich erinnere nur an Ich und Er. Ich und Er, auch ein unvergessener Film. Was, Ich und Er? Achso, ja. Den hat er auch produziert, ne? Stoff von Doris Dörri. Ja. Und da ging es auch um Vagina? Da ging es um einen sprechenden Schwanz. Ah, da ging es um das männliche Gegenstück, das sozusagen. Gut, aber eigentlich ist Ihre Berufung ja immer die Musik gewesen. Es war ein, glaube ich, jetzt einmaliger Ausflug. Ja. Und diese Karriere, wir haben es vorhin schon gesagt, 30 Jahre mit allen Höhen und Tiefen, das ist wirklich einzigartig in Deutschland. Gab es denn, als Sie gesungen haben, irgendwann einen Punkt, wo Sie gedacht haben, so, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich ein Star? Nein. Nein, diesen Punkt hat es nie gegeben. Das, weil ich selber mich nie als Star gesehen habe und empfunden habe. Und ich meine, es ist ein Riesenglück, wenn man einen großen Hit hat. Aber das kann dann wieder ganz steil runtergehen und man hat jahrelang zu kämpfen, um das zu wiederholen oder um überhaupt ein gewisses Level zu halten. Also das ist sehr, sehr schwierig in diesem Geschäft. Und ich habe mit Startum in dem Sinne noch nie viel am Hut gehabt. Und in diesen schwierigen Phasen, wo es auch nach unten gegangen ist, gab es da Momente, wo Sie gesagt haben, so, und jetzt stecke ich es, jetzt gebe ich es auf, jetzt habe ich genug? Dafür hat mir die Musik immer zu viel Spaß gemacht. Also ich habe einfach das Gefühl, es ist ein großes Privileg, so etwas tun zu können, komponieren zu können, texten zu können, singen zu können, die Menschen berühren zu können. Das macht mir sehr viel Freude und ich würde es nicht so einfach weggeben. Ich habe viele andere Dinge gemacht gleichzeitig und ausprobiert, aber das Singen und überhaupt, also das Texten in erster Linie, ist einfach ein ganz großes Glück für mich. Wo in dem Film ist es angeklungen, Sie haben in der Werbung gearbeitet als Heilpraktikerin, da war dann über der Stelle, wo der Text war, dass Sie als Heilpraktikerin arbeiten, haben Sie gerade so einen Typ am Boden niedergemacht mit so einer Kampfsportart. Das ist, glaube ich, nicht Heilpraktik gewesen. Nein, das ist also eine andere Anwendung, die auch für andere Fälle dann verwandt wird. Nein, das war Wing Chun. Das ist eine asiatische Kampfkunstart, also kein Kampfsport, sondern Kampfkunst. Und ist sehr effektiv zur Selbstverteidigung und besonders für Frauen, finde ich, weil, wie man da gesehen hat, es wird am lebenden Objekt, wenn ich das mal so sagen darf, in Vollkörperschutz gearbeitet. Und Frauen lernen, ihre Schlaghemmung abzubauen, was in anderen Kampfsportarten nicht so ist. Also man bremst kurz vorher ab, berührt den Gegner nicht in den anderen Arten. Und hier, wenn Vollkörperschutz angelegt ist, wird wirklich drauf gehalten, so lange, bis der Gegner am Boden liegt. Er hat allerdings keine Schmerzen, weil, wie gesagt, Schutz. Aber war in dieser Kampfsport geläufig? Wie Wing Chun hieß das? Wing Chun. Glauben Sie an Schicksal, Juliane? Ich glaube schon daran, ja. Ich glaube, dass es keine Zufälle gibt, sondern dass wir selber bestimmte Ereignisse in die Welt holen, durch unser Sein, durch unser Glaubenssystem, durch unser Denken und durch unser Tun. Und dass das, was wir Schicksal nennen, durchaus auf vielen Einzelheiten beruht, die durch uns selbst induziert worden sind. Sie glauben an viele Dinge. Sie sind ein sehr spiritueller, ein sehr gläubiger Mensch, glaube ich. Unter anderem glauben Sie auch an Engel. Stimmt das? Ich glaube auch an Engel. Hatten Sie schon so ein Erlebnis, wo Sie sagen würden, da hatte ich einen Schutzengel? Ja. Zum Beispiel? Also da gab es viele Erlebnisse und das eine, was mir jetzt einfällt, ist, vor 2-3 Jahren war das, da bin ich auf der Autobahn gefahren mit einem sehr schnellen Auto unterwegs und bin auf der Überholspur und sehe, vorne ist ein LKW und ein Kleinwagen hinter ihm. Und in dem Fall bremse ich immer ein bisschen ab und warte, weil der Kleine könnte ja rauskommen und überholen wollen. Ich warte ab. Er kommt nicht, ich gebe Gas und in dem Moment, wo ich fast auf gleicher Höhe bin, ich hatte 180, kommt er raus auf die linke Spur mit 80 Stundenkilometern und ich mache eine Vollbremsung und ich weiß, es ist nicht mehr zu schaffen. Ich meine, ich fahre seit 30 Jahren Auto und kann das ziemlich gut einschätzen und es war nicht mehr zu schaffen und ich bin geschleudert. Also und jedes Mal, wenn ich kurz vor der Leitplanke war, war das so. Kennt ihr diesen Effekt, wenn zwei Magneten mit dem gleichen Pol, wenn die sich so abstoßen? So als würde ich so weggeschubst
bin dann auf die andere Seite vor das LKW-Rad und da passierte wieder das Gleiche. Und ich dachte, das gibt's doch nicht, ich muss doch jetzt davor krachen. Und zwar von beiden Seiten wurde ich praktisch wieder in die Spur gebracht. Und dieses merkwürdige, eigentlich nicht machbare Manöver funktionierte. Und dann habe ich gedacht, aber hallo, also das war jetzt nicht normal. Ich habe schon jetzt nicht nur ABS. So. Das war nicht nur ABS und das war nicht nur der Allradantrieb. Das fühlte sich schon ziemlich merkwürdig an, was da abging. Jetzt haben Sie in der jüngsten Zeit noch mal ein... soll man sagen, eine Geschichte erlebt, die was Schicksalshaftes hat. Sie haben nämlich nach 10 Jahren einen Mann wieder getroffen, in den Sie sich vor 10 Jahren mal sehr verliebt haben. Und Sie haben Ihrer Partner zuliebe auf diesen Mann erstmal verzichtet und er auf Sie. Und jetzt ist trotzdem diese Liebesgeschichte Wirklichkeit geworden. Ist das auch sowas wie Schicksal? Ich nehme es an, weil manchmal gibt es ja diesen Spruch, also man bekommt immer eine zweite Chance. Und das scheint so gewesen zu sein. Also wir haben uns vor 11 Jahren kennengelernt beim Interview. Und haben eine große Affinität zueinander gehabt, aber das wurde nicht weiter vertieft, und weil eben wir gebunden waren und dann haben wir uns vor einem Jahr praktisch haben wir wieder Kontakt bekommen und uns wieder getroffen, und es war genau so wie damals, als hätte es diese 11 Jahre dazwischen nicht gegeben. Mhm. Ihr neuer Lebenspartner ist Theologe und er ist noch verheiratet mit einer Pastorin. Und die Bild-Zeitung hat natürlich nicht versäumt, eine Schlagzeile zu dichten, die da heißt, Juliane Werding nimmt Pastorin den Mann weg. Tut sowas weh? Also ich muss gestehen, dass ich mich... Da hätte es doch ganz andere Schlagzeilen gegeben. Also für die Bild-Zeitung war relativ dezent, denke ich. Also Moment, Giovanni. Ich wundere mich, was für ein Frauenbild hinter diesem Satz steht, ja? Eine Frau nimmt der anderen Frau den Mann weg. Das kommt bei mir an, als würde die eine Löwin geht in die Höhle der anderen Löwin. Da steht der Mann. Der Mann ist völlig wehrlos. Unschuldig. Eigentlich ist er mehr wie ein Gegenstand. Er ist mehr wie ein Koffer, ja? Gepackt steht er da. Ein Rehlein. Man nimmt ihn am Henkelchen und zerrt ihn raus und schleppt ihn in die eigene Höhle, ja? So. Hiermit hätte man einen Mann geraubt. Ich frage mich, Giovanni, so toll wie Sie aussehen, wie oft sind Sie auf diese Art und Weise geraubt? Am Henkel. Darf ich, um abzulenken? Er würde ja gerne mal. Ich hänge noch immer so an einen Satz, den Sie vor dieser Geschichte gesprochen haben. Sie haben gesagt, es gibt immer eine zweite Chance. Stimmt das? Ich habe es bisher so erlebt. Ja. Das ist was sehr Tröstliches. Ja. Deckt sich das mit Ihrer Lebenserfahrung? Nee? Gar nicht? Vorbei ist vorbei? Wenn du dich versenkt hast, dann ist der versenkt. Mhm. Jedenfalls der Titelsong Ihres neuen Albums klingt nicht so. Der heißt nämlich, es gibt kein Zurück. Und das Video schauen wir uns jetzt mal an. Tolles Video. Das Taxi bremst Tür auf und sie springt rein. Dem alten nagelneuen Schein. Sie sagt, ich hoffe, sie haben etwas Zeit. Die Fahrt geht 1000 Kilometer weit. Es gibt kein Zurück. Vergessen und weiter. Es gibt kein Zurück. Es gibt nur noch heute. Liebe macht blind. Doch Kohle macht frei. Und vorbei ist vorbei. Es gibt kein Zurück. Vorbei ist vorbei. Juliane Werding, es gibt kein Zurück. Aber es gibt zwar kein Zurück, aber ein neues Album gleichen Namens. Und wann erscheint das genau? Ist noch gar nicht raus, ne? Nein, es ist noch nicht draußen und es soll Ende Juni. Aha.
Und dann warten die Fans natürlich sehnsüchtig auf eine Tournee. Wann gibt's die? Ja, das schaffe ich dann so schnell jetzt nicht mehr. Die wird dann Anfang nächsten Jahres stattfinden. Also ich nehme an, Januar bis April oder so. 2002. 2002. Okay, ja. Alles klar. Viel Erfolg dafür. Dankeschön.